Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ich habe das total verpasst. Hier sind kleine Bibi-Ose rausgekrochen. Und zwar gleich zwei Stück. Und irgendwie folgt mir nur die Mama. Ja, nee. Du mal nicht. Ich möchte die halt dort ein bisschen gerade mal wegtun. Vielleicht einfach mal in die Richtung. Kommt mal mit. Ist schon sehr süß. Es sind wieder weibliche. Das heißt aber für mich, da sind jetzt Zwillinge rausgekommen. Dann sollte ich die vielleicht mal umbenennen in Mama Ovis. Denn da kommen Zwillinge. Also könnten vielleicht dann, vielleicht haben wir da wirklich eine erhöhte Chance, dass da Zwillinge rauskommen, oder? Kann das. Ich weiß nicht, ob das im Bereich des Möglichen ist. Wie sieht es bei dir aus? 13 Minuten immer noch, okay. Ja, die beiden, die bekommen hier, denke ich mal, die Bären, hoffe ich, von der Nanny. Auch wenn da gerade nichts drin ist. Ja, doch. Das macht die Nanny sehr gut. Und ich habe oben mein Chemistry Table schon ordentlich in Benutzung für Narkotik, für Cementing Paste, für alles Mögliche eigentlich. Und ich habe nochmal nachgeschaut bezüglich der Deathworms. Ich bin mir immer noch mega unsicher, ob das alles stimmt, was da steht. Aber es steht auch da, dass das von den Spielern abhängt. Das heißt, wenn ich als Spieler dort langlaufe, dann werden vermutlich die Spawns in irgendeiner Art und Weise erhöht, dass da eine höhere Chance auf Deathworms entsteht in dem Sinne. Da habe ich keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber man soll halt da hier so ein bisschen auf und ablaufen. Und zwar nicht als Dino, sondern hier als Menschlein. Das werde ich jetzt mal machen. Werde hier so ein bisschen hin und her. Aber ich weiß nicht, ich kann es mir kaum vorstellen, dass das jetzt wirklich die Lösung sein soll. Denn wie ihr seht, hier ist ja gar nichts. Ob das dann wirklich spawnt oder nicht, puh, will ich jetzt mal nicht voraussagen. Es ist halt wieder was im Internet mitstand. Ich habe aber immer noch keinen Anhaltspunkt darüber. Ich glaube, da war gerade ein Spieler. Mit welchem Dino die sich den Spawn teilen. Da habe ich jetzt zum Beispiel noch nichts gefunden. Logisch, hier in der Wüste, da laufen auch sehr wenig Spieler. Dass sie dann vielleicht gar nicht spawnen. Ach, ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich bin jetzt hier mal ein paar Runden gelaufen. So. Hab sowieso Durst. Mir ist es jetzt warm. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, ob da demnächst irgendwas passiert. Dich werde ich jetzt mal mit hier hinsetzen. So. Der andere Petri, der hat immer noch keinen Sattel. Das tut mir natürlich super leid. Aber ist halt jetzt so. Genau, da drüben hatte ich noch Gasolin bereitgestellt. Ja, du bist hier noch. Also du bist dann auch bald so weit. 10 Minuten noch. Das heißt, da werden wir diese Folge definitiv nochmal Nachwuchs bekommen. So. Das hat jetzt nicht mehr so viel produziert, aber reicht trotzdem aus. So. Damit wir hier unsere Chemistry Bench ordentlich beladen können. Ihr seht, ich mache auch mal ein bisschen Cementing Paste. Hier ist ein Haufen Gunpowder. Also, ich muss sagen, das gefällt mir sehr. Hier die Narcotics. Das geht logischerweise mega schnell. Okay, Charcoal ist dann halt fast alle. Aber dafür haben wir auch richtig viel
von dem Zeug. Was ich eben dann auch mal probieren möchte, ist mit, wo habe ich vielleicht so ein Scope Attachment, mit der Rifle, ob ich da dem Giga mächtig Schaden mache oder ob das egal ist. So, Scope Attachment, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt lernen oder in irgendeiner Art benutzen will. Das habe ich, glaube ich, sonst immer weggeschmissen. Aber vielleicht hilft es uns ja, doch ein bisschen, dass das weiter weg ist, zu erwischen. So. Nee, das ist jetzt noch nicht drauf. Warum ist das noch nicht drauf jetzt? Jetzt haben wir, nee, auf der Rifle das Scope Attachment. Ja, das sieht gut aus. Und ich glaube, ich fliege einfach mal. Beziehungsweise werde ich den Petri mir wieder schnappen. Oder Gretel? Immer Gretel nehmen. So. Wir nehmen mal Gretel, dass die auch mal ein bisschen rauskommt. Die habe ich in letzter Zeit so wenig ausgeflogen, will ich es mal nennen. Und wenn es darum geht, einen Giga zu killen, warum soll dann Gretel nicht dabei sein? Von ihrem Rücken aus könnte ich sogar auf den Giga schießen. Das ist natürlich krass. Der war, aber dachte ich. Also normal war der hier immer. Aber den habe ich doch in der letzten Folge und die habe ich kurz vorher aufgenommen. Hier rumrennen sehen. Das Gute ist, hier sind viele Felsen, wo ich mich dann auch draufstellen kann. Und den abschießen kann. Da ist er. Da ist der Giga. Können wir uns. Nee. Na, wobei. Nee, der kommt hier hoch. Hier kommt er definitiv hoch. Hier nicht. Gretel will da auch nicht so wirklich landen. Ist ja das zu klein, Gretel? Nee. Okay. Sie ist passiv, das ist sehr gut. Wo sitzt der Giga? Und wie weit geht der Stein? Hä? Habe ich jetzt den Giga? Da. Wollte gerade sagen. So ein Giga kann man doch nicht aus den Augen verlieren. Okay. 778. Oh, wow. Der hat mächtig viel Leben. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich eine Weile beschäftigt. Ich merke ihn trampeln. Da unten ist er. Der will logischerweise zu mir hoch. Aber da habe ich mir hier den richtigen Ausguck ausgesucht. Haha. Ja, jetzt konntest du mich mal kurz anlächeln, ne? So. Aber ich denke, das könnten wir so mit der Rifle halt doch schaffen. Ah, da guckst du mich an. Ja, so Headshots müssten doch eigentlich mehr geben, oder nicht? Das macht hier immer noch die 778. Obwohl ich den hier voll. Ich schieße ihn mal ins Auge. Boom. Okay. Hat jetzt ihm nicht mehr wehgetan als sonst. Aber schön, wie er hier hängt. So könnte man ihn eigentlich relativ gut zähmen. Allerdings ist der 190. Wenn ich mir einen Giga zähme, dann Max-Level. Also Max-Level oder nah dran, so 290 ungefähr. Warum ist da mit Headshot nichts zu holen? Das ist doch Mist, Leute. Mal ehrlich. Giga. Ich weiß nicht, der. Also, wir verletzen ihn schon gut. Das klappt schon mit der Rifle. Ich muss halt nur gucken. Immer die Zeit ein bisschen im Blick behalten. Weil. Ja, unser Schäfchen auch. Dann bald kleine Babys bekommt. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht verpassen. Zack. Immer weiter rein, immer weiter. Ich meine, das bringt ja auch ein Gigaherz und sowas, ne? Gigaherz.
Giganotoherz klingt vielleicht besser. So, komm. Kann natürlich auch sein, dass der dann weg will. Wenn wir jetzt hier so richtig krass draufballern. Ich glaube, der hat sich halt so wirklich ein bisschen verheddert. Sonst wird er sich doch bewegen irgendwie. Vielleicht hängt er auch so lange fest, bis wir ihn hier platt haben. Das wäre natürlich optimal, wenn er jetzt wirklich festhängt. Ansonsten kann ich da garantiert mit Gretel auch noch ordentlich Schaden machen, wenn er dann wegrennt und wir dann diesen Flugangriff machen. Das sollte definitiv ordentlich nochmal was an Leben abziehen, aber so viel wie möglich jetzt trotzdem erstmal mit der Rifle. Vielleicht mache ich das dann auch einfach mit Gretel, so den Last Hit. Dann bekommt Gretel nämlich auch ordentlich Erfahrungspunkte. Mal gucken. Aber man sieht jetzt auch schon auf dem Rücken so ein bisschen hier, da wird er blutig. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. So, zack. Zack. Wieder mitten ins Auge rein. Oh. Das da hat er kurz gezuckt. Das tat ihm mal kurz weh. Aber so die Nase scheint in Ordnung zu sein. Er ist nicht sehr ein nasenempfindlicher Giga. Okay, Leute. Wir sind jetzt bei den letzten Schüssen. Ich habe mir überlegt, ich werde das doch selber machen. Einfach zur Sicherheit, weil der fokust mich ja jetzt hier. Und wenn ich dann dort weggehe und vielleicht mit Gretel irgendwie noch eine Runde drehe, nicht, dass er dann sich abdreht und dann kriegen wir ihn doch nicht richtig. Ich denke, das passt schon so. Ich hole mir jetzt die XP und dann hat er hoffentlich auch noch was Geiles im Inventar für mich. Denn das hat jetzt hier schon ein paar Minütchen gedauert, den hier abzuknallen. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen mit einem Giga in freier Wildbahn, weil der hat sich ja so schön festgehangen. Aber woran hat er sich festgehangen? Müssen wir dann unten mal schauen. Denn so sieht man jetzt hier nichts. Okay, letzter Schuss. Boom. Woran der sich hätte festhängen sollen können. Wie auch immer. So. Okay. Ja, hier ist eigentlich nichts. Hier ist eine kleine Kante. Ja, aber ansonsten... Achso, das war der Giga. Nicht zumachen. Echt jetzt. Das Krasseste war das Herz. Ich meine, das brauchen wir definitiv auch wahrscheinlich, aber jetzt mal ehrlich. Das war ja nix. Oh, Gretel hat trotzdem hier noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Das ist doch schön. Das ist schön für dich, Gretel. So, und jetzt müssen wir eigentlich relativ schnell nach Hause. Hallo? Hallo? Nein! Nicht lecken. Ach komm. Ja, wenigstens war der Giga dann schon tot. Das ist... Haben wir es jetzt? Nee, immer noch nicht. Was ist denn das gerade wieder? Oh. Okay. Ja, wunderschön. So. Jetzt auf zu The Maxi. Vielleicht sind da auch gerade die Schafe rausgepoppt und das hat den Server hier zum Stillstand gebracht. Ich glaube es zwar nicht, aber... Kann ja sein. Ich höre, ich höre. Ja, da ist wieder ein Baby, Ovis. Aber nur eins. Okay, das heißt, das ist wirklich ihr so, dass das Mama Ovis bleibt. So, okay, ist natürlich schade für die Kleinen. Beziehungsweise könnte ich ja dann auch das andere Ovis erstmal wegmachen. Ja, wir wollen das jetzt mal, nein, jetzt erstmal noch gar nicht. Wir haben hier ein schönes Baby-Ovis. Sind das alles Weibchen? Nee, ihr seid Männchen. Süß. Das ist auch wichtig. Okay, jetzt aber brauchen wir für die Ovis-Herde, will ich sie mal nennen, eigentlich auch noch was zum Rumrennen. Okay, wo baut man da am besten so ein kleines Gehege hin? Da haben wir ja die Dodos. Vielleicht hier so schön bei dem Baum. Wir haben ja dieses Settler-Zeug. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht genutzt. Das ist das hier. Und da habe ich hier, jo, Fence Foundations habe ich schon mal ein paar. Das ist sehr, sehr gut. Und da haben wir nämlich solche Wände.
Ich weiß nicht, ob ich wirklich Wände bauen will. Vielleicht will ich auch eher. Aber das wäre dann wieder so ein Zaun und da kann ich das Settlerzeug wieder nicht nehmen. Oder gibt es hier halbe? Hier gibt es halbe, sehr gut. Dann vielleicht eher sowas. Oder so ein Halbstall. Halbstall, das klingt irgendwie doof. Aber ja, sowas in der Art. Das wäre es natürlich jetzt. Das könnte ich machen. Könnte ich definitiv machen. Das hier für vorn, da brauchen wir bestimmt so einige. Hallo? Okay, das zieht es gerade wieder nicht. Warum? Ist der Server gerade wieder am lecken oder? Ja, es scheint so. Irgendwas funktioniert gerade hier nicht. Denn ich kann jetzt auch wieder nicht mehr darauf zugreifen. Im Chat steht noch nichts. Ich kann mir ja mal ja, versuchen, die Level zu geben. Bringt mir nichts. Komisch. Es ist jetzt auch gar nicht so eine Uhrzeit, dass da irgendwas sein könnte. Kann natürlich auch sein, wir fliegen jetzt direkt raus. Hallo? Also Maxi hier einen Server. Im Internet liegt es nicht, das ist da. Denke ich. Sieht so aus. Okay, Freunde, ich habe jetzt erstmal Exit to Main Menu gemacht, weil irgendwie passierte nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir bauen das nächste Mal einfach den Stall für die Schäfchen. Und ja, bis dahin, Leute. Macht's gut und tschüss.